Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft aktuell, Ihrem TV-Magazin in Kooperation mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken, rund um die Themen Industrie, Handel und Dienstleistungen. Unsere Themen im Mai: die Konjunktur in Mittelfranken und die aktuelle Lage am Nürnberger Airport. Durch die Corona-Krise hatten wir im vergangenen Jahr den tiefsten wirtschaftlichen Einschnitt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Doch wie sieht es aktuell aus? Die Antwort auf diese Frage liefern die Ergebnisse der aktuellen IHK-Umfrage zum Konjunkturklima in Mittelfranken. Die Konjunktur im Frühjahr 2021 zeigt zwei Gesichter. Ein freundliches für die Industrie und ein sehr unfreundliches für all die Betriebe aus Handel und Dienstleistung in der Industrie. Ja, es brummt. Die Aufträge kommen rein, die Weltmärkte haben sich gut erholt. In vielen Fällen sehen wir bereits Engpässe bei Lieferungen und Preissteigerungen bei Rohstoffen, bei Vorleistungen. Das müssen wir weiter im Auge behalten. In den vom Lockdown betroffenen Branchen hingegen bleiben die Umsätze vernachlässigbar gering, trotz der oftmals angebotenen Abhol- und Liefermöglichkeiten. Nach einem halben Jahr im Lockdown hoffen die Betriebe aus Einzelhandel und persönlichen Dienstleistungen nun auf Öffnungsperspektiven im Sommer. Auch die komplette Tourismusbranche musste lange auf eine Perspektive warten. Sieht jetzt aber ein Licht am Ende des Tunnels, beziehungsweise im Fall des Nürnberger Airports, einen Flieger am Horizont. Ab in den Süden. Das Fernweh vieler Nürnberger ist groß und langsam, ganz langsam können wir diese Sehnsucht nach Sonne und Strand auch wieder stillen. Können uns in den Flieger setzen und abheben. Darauf wartet nicht zuletzt Airport-Geschäftsführer Michael Hupe, denn hinter dem Flughafen liegt ein hartes Jahr. Wir hatten einen Rückgang von über 77% auf gerade mal 915.000 Passagiere. Das war eine Passagierzahl, die hatten wir Mitte der 80er Jahre mal gehabt. Am Ende steht ein Verlust von über 40 Millionen Euro. Doch jetzt soll es Stück für Stück wieder aufwärts gehen. Rund 1.400 Passagiere hat der Nürnberger Airport am vergangenen Sonntag gezählt. Viele der Politiker sagen, ja, Sommerurlaub muss im Jahr 2021 wieder möglich sein. Und das sehen wir auch schon. Also Reiseerleichterungen wie wegfallende Quarantäne führen sofort dazu, dass die Buchungszahlen anziehen. Italien, Spanien, die Türkei oder Griechenland. Alles Ziele, die von Nürnberg aus erreichbar sind. Und ab Juni werden es stetig mehr. Wir haben im letzten Sommer zum Beispiel überhaupt keine Strecken nach Ägypten gehabt. Dort gehe ich auch davon aus, dass wir wieder Flüge nach Hurghada sehen werden. Hupe hofft auf eine starke zweite Jahreshälfte. Wenn auch nicht wieder im Bereich der Geschäftsreisen, dann doch zumindest bei den touristischen Flügen. Das vorsichtige Ziel: 1 Million Passagiere in 2021. Wegen der Corona-Beschränkungen finden viele geschäftliche Gespräche und Verhandlungen online statt. Worauf man achten muss, damit die Unterhaltung erfolgreich verläuft, kann man in der aktuellen Ausgabe der WIM nachlesen. Außerdem geht es im Special Marketing Kommunikation um die Themen E-Sport und Arbeitgebermarketing. Und jetzt weitere Meldungen aus der Wirtschaft. Seit kurzem dürfen Gastronomiebetriebe ihre Außenbereiche wieder öffnen, sofern die 7-Tage-Inzidenz vor Ort unter 100 liegt. Die Betreiber benötigen dafür ein Schutz- und Hygienekonzept, das sie auf Verlangen vorweisen müssen. Die IHK hat hierfür ihre Vorlagen und Checklisten aktualisiert und stellt diese online zur Verfügung. Dazu gehören auch Vorlagen für Aushänge und Hinweisschilder. Der Umwelt- und Klimapakt Bayern wurde neu aufgelegt und läuft seit Ende letzten Jahres unbefristet. Mit ihm wollen Staatsregierung und Wirtschaft im Freistaat den Umweltschutz in Betrieben weiter voranbringen. Unternehmen, die sich beteiligen wollen, verpflichten sich freiwillig zu ergänzenden Maßnahmen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Die Themenpalette ist vielfältig. Ein Unternehmen darf sich mit der kompletten Breite der Umweltthemen bewerben, ob das jetzt das Chemikalienmanagement, ob das Themen im Bodenschutz, im Altlastenbereich, ob das auch Themen der Kreislaufwirtschaft, des Gewässerschutzes, des Natur- und Landschaftsschutzes, der Biodiversität. Also im Prinzip sind alle Themen gleichermaßen betroffen. Die Unternehmen profitieren dabei unter anderem vom Erfahrungsaustausch und von Kostensenkungen beim Ressourceneinsatz. Auch im Mai haben wir natürlich eine Zahl des Monats, und zwar die 5.956.
So viele Auszubildende aus kaufmännischen und technischen Berufen haben im Mai in Mittelfranken ihre schriftliche IHK-Abschlussprüfung abgelegt. Durch die Aufteilung der Azubis in viele Räume und durch zusätzliches Aufsichtspersonal liefen die Prüfungen trotz der strengen Corona-Vorschriften reibungslos ab. Soweit Wirtschaft aktuell für heute. Neues aus der Wirtschaft in Mittelfranken sehen Sie wieder im Juni. Bis dahin, Servus und Ade.